Da kommen noch mehr! Verflucht! Man hört es endlich auf! Oh, ihr Jungs geht mir richtig ans Herz. Aber es geschieht euch recht, ihr Hunde. Notwendig ist. Oha! Los! Und er fliegt weg. Die kommen hinter uns! Ja, ich hab's gesehen. Alles klar. Hab ich ja schon. Alles gut. Wir laufen in die Verderben. Ach, hier! Hat der Freund drin. So, ach, da oben sind sie. Jetzt können sie erst sogar vor. Walker, mach! Aua! Was soll das, Walker? Ich sag doch, geh weg! Entschuldigung. Ich war etwas auf der langen Leitung. Ja, nur keine Sorge. Was ist mit euch? Ja, gut. Hört ihr das? Kam von hinter der Tür. Reit, los! Los, die Waffe weg! Wird's bald! Okay, los! Okay. Nicht schießen! Ich ergebe mich! Was ist hier los? Da will einer nicht mehr Soldat spielen. Wie ist Ihr Name? Staff Sergeant Josh Forbes. Dienstnummer 658. Sie sind kein Kriegsgefangener. Was mich betrifft, noch nicht mal Soldat. Sie können nicht. Ich kann machen, was ich will. Also. Das Arschloch im Radio. Von wo sendet dieser Mann? Vergesst es. Der wird beschützt. Den kriegt ihr nie. Unser Problem, nicht ihres. Von da, oben im Trans Emirates Building. Lugo, wenn wir es dahin schaffen, kannst du den Sender bedienen? Eine Massenevakuierung? Sofort. Wird nichts zu evakuieren geben. Wie bitte? Denken Sie nach, Captain. Wir sind hier in der Wüste. Was glauben Sie, wie lange die Leute ohne Wasser überleben? Mein Gott! Der Colonel wollte einzig und allein Menschenleben retten. Denkt immer daran. Machen wir, wenn er uns mal wieder killen will. Das tat gut. Bald geht die Zeit aus, Gentlemen. Los geht's.
Na gut, dann müssen wir zum Tower hoch. Puh. Boah, war das eine Shooting Gallery gerade. Aber eine, wie ich fand, richtig gut gemacht. Ja? Da war man auf jeden Fall voll konzentriert. Der kümmert sich um den DJ. Was meinst du damit? Der hat keinen Nachfolger. Wir klauen ihm sein Mikro. Drei wie wir gegen den Fettarsch mit dem iPod. Das macht mir keine Angst. Man muss mit allem rechnen, Adams. Anpassen und gewinnen, Mann. Hey, alles was nötig ist. Wohin jetzt, Logo? Nach Norden, über die Dächer. Dürfte der direkte Weg sein. Klingt gut. Langsam, da kommt ein Heli. Glaub nicht, dass der uns sucht. Hör mir mal was Neues. Wo will der hin? Zum Funkturm höchstwahrscheinlich. Verstärkung. Toll, das hat uns noch gefehlt. Hey, sei doch dankbar, so bleibst du in der Übung. Eigentlich suche ich die ganze Zeit hier nach so Verstecken, um diese geheimen Aufnahmen zu finden, aber in letzter Zeit gab es irgendwie gar keine mehr. Und ich finde auch nirgendwo Orte, wo sie sein könnten. Ich meine, wenn hier oben nichts ist, wo denn dann, ne? Da drüben müssen wir, glaube ich, hin, ne? Oder? Bin schon wieder total ohne Orientierung. Scharfschütze. Ziemlich nah dem Sound nach. Seid vorsichtig. Was gibt's? Schon wieder Unruhen. Die scheiß Zivilisten drehen durch. Genau wie beim allerersten Sturm. Alles für den Katz. Werner sagt, wir bauen alles wieder auf. Wozu denn? Wird ja keiner mehr übrig sein. Mann, bist du scheiße drauf heute. Ich brauche eine Zigarette. Hat Crosby heute Dienst? Ja, schiebt Wachdienst auf zwei. Sag dem Arsch, ich will sofort meine Fluppen haben. Son Shepherds. Wenn's dich beruhigt, kein Thema. Haben uns noch nicht entdeckt. Schalldämpfer? Sehen wir sonst an. Los, komm mit. Da drüben steht einer. Tja. Hallo? Ach, umschalten. Ach, ich bin noch ein Vollidiot. Jetzt wissen Sie Bescheid. Ja, Tango erledigt! Ihr müsst entschuldigen, hier sieht's furchtbar aus. Als wäre ein... Scheiße, ich brauch hier Deckung! Das ist kein Freundschaftsbesuch. Meinst du, ich hab Angst vor euch? Ich sag dir was, Kumpel. Nicht ich hab euch am Hals, sondern ihr mich. Ich lade nach! Haltet sie unten! Unterwegs! Muss nachladen! Geht mit Deckung! So, weiter aufräumen. Sperrt eure Augen auf! Sieht noch nicht sauber aus. Alles noch dreckig hier. Mann,
Bunker hier ist also ohne Deckung! Was ist das? Kommt noch eine Welle rein! Ich lade nach! Vorsicht! Schrotflinte! Feind ausgeschaltet! Feindbewegung! Okay. Weitere Scharfschützen vis-à-vis. Wir müssen weg, sonst geht gar nichts. Schalt die verdammten Scharfschützen aus. Ja. Können wir machen. Ich würde sagen, vorausgesetzt, ich kriege hier mal was, um sie auszuschalten. Ne? Das wäre schon die Voraussetzung dafür. Da hinten sehe ich einen. Da sehe ich einen. Überall sehe ich welche. Kacke. Oh, Alter, sind ja überall welche. Walker. Sie kriegen diese Menschen nie durch die Sturmwand. Ich muss es versuchen, Colonel. Ist der einzige Weg. Dann reißen sie alle ins Verderben. Scheiße! Walker! Was machst du? Adams? Walker! Ich! Wenn es denn wenigstens mal Walker gewesen wäre, ne? Ich glaube, er bekommt langsam Halluzinationen. Oh, was hast du getan, Walker? Ich hab nicht aufgepasst. Okay. Hey, kann passieren. Na komm. Noch überall Sniper. Ich weiß nicht, ob wir Sniper noch brauchen gleich. Oh, was ist denn dies hier? Das sieht mir... Ah, Geheiminfos, endlich. Spion. Okay, Colonel. Für Sie, John. Oh, ja, Sir. John. Sollen wir? Sie nehmen das aber nicht auf, oder? Was? Nein. Nein, natürlich nicht. Gut, ich will nicht... Die Menschen sollen meine Worte hören, nicht meine Stimme. Verstehe ich vollkommen. Ja, das glaube ich. Sie waren ein Freund diese letzten Monate. Es war hilfreich, wen zu haben, der einfach zuhört. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Sir. Was tun Sie da? Oh, tut mir leid. Der Stift geht nicht. Ich brauche einen anderen. Okay. Also ein persönliches Verhältnis von Conrad zu seinem persönlichen Funker. Der scheint ja auch dieser Radio-Host zu sein, der hier die Sendungen macht. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Ich höre ja, was ihr treibt. Und da muss ich mich schon fragen, wer schlägt diesen Menschen den Kopf ein? Mit einer Knarre noch dazu. Wie unnötig und unpraktisch. Lach nur, solange du noch kannst. Von mir aus, Gau? Mein Kaugummi verschluckt. Warum wundert mich das nicht? Ja, es ist echt nach wie vor eine ganz krasse Umgebung hier. Sieht richtig episch aus, muss man ja sagen, bei aller unser Hochhaus apokalyptischen Szenerie, aber es sieht schon richtig viele episch Gegner aus. Ah, da ist das Funkhaus schon. Viele Gegner auf dem Dach, wer hätte das gedacht? Shit, die müssen weg, bevor wir rüber können. Kein Problem. Adams, du ortest sie. Lugo und ich schießen sie ab. Astreiner Plan. Ich werde aber mal ein bisschen weiter nach links gehen. Such dir einen aus, Captain. Ich nehme den anderen. Feind! Hab ihn! Schaltet sie aus! Mehrere Scharfschützen in Sicht! Bei der Tanz!
Schutzfläche! Den knallt ja ab? MG, rechts! Oh, einer weniger! Haltet sie mir kurz vom Leib! Wir haben Bewegung! Vorsicht! Ach, der ballert ja durch. Schaltet sie aus! Einer weniger! Tango erledigt! Er hat eine Frau und Kinder! Ja, ja, es Kinder. Ja, du vor allen Dingen am allermeisten, oder was, ey? Arrogantes Arschloch. So. Jetzt werde ich aber mal wieder auf die hier wechseln, weil ich glaube, drüben können wir die besser gebrauchen. Hui. Ihr macht aber alles wieder sauber, ja? Ja, klar. Danke. Ja, erledigt. Wassermelone nach dem Gallagher sehen die Finger gekriegt hat. Ah, so komisch, der Mann. Oh Mann, woher kommt nur all die Gewalt, Leute? Liegt an dem Videospiel? Jeder wette diese Schuld. Genau. Ja. Genau. Was krabbeln die denn hier alle noch rum? Sterbt endlich. So, kann man hier irgendwo hin? Ich trau der ganzen Sache hier noch nicht. Es war viel zu wenig Gegenwehr. Das ist doch eine Falle, da kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist auch Falle. Da Garantie. So, hier ist, glaube ich, die Shotgun besser. Die Zeit drängt, Gentlemen. Conrads Verstärkung ist wahrscheinlich schon unterwegs. Dein Auftritt, Logo. Der Sender muss in 0, nichts laufen. Klar? Nur keine Sorge, ich verstehe mein Handwerk. Mhm. Zimmer. Mit Geheiminfos. Ah, hier, von der Weste. Unser Lieblings-DJ war ein gewisser Robert Darden. Schrieb jahrelang für die Rolling Stone, er war Spezialist für flockige Promi-Stories. Er drehte wohl zu der Zeit durch, als wir hier ankamen. Aber liest man seine Notizen, hat er es vorher mit richtig seriösem Journalismus versucht. Er schrieb über die Evakuierung, Vertuschung, menschliche Tragödien. Vielleicht war er durch den Durchgang mit Soldaten vernünftig geworden. Wer weiß. Aber es ist ein Jammer, dass dieser Darden seine Deadline verpassen wird. Der Preis unserer Mission steigt und steigt. Okay, also haben Sie selbst... Hä, aber heißt das, das ist der Funker hier? Oder heißt das, also der, der jetzt auch die Radiosendung macht? Oder ist das einer, den Sie dann einfach abgeschossen haben? Das hört sich ja so an, als hätten Sie ihn aus dem Weg geräumt. Na gut, ich werde jetzt hier erstmal eine Aufnahmepause machen. Was ist denn dies hier? Ach, eine Wasserpistole, okay, auch nicht schlecht. Ja, ich werde jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Einen kleinen Cliffhanger, mit einem kleinen Cliffhanger zur nächsten Folge. Gefallen dir meine Augen oder was? Ja, genau. Ah, Logo, bitte was? So, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut und ciao.